Probe bei der Sims 4 Decades Challenge. Ich muss direkt was gestehen. Mir ist schon wieder was ganz Dummes passiert. Ich habe aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen den letzten Spielstand überschrieben. Und ja, Gott sei Dank hatte ich genau den Tag vorher Oh! Ich dachte schon, sie ist gar nicht mehr schwanger. Yay, cool. Ich dachte schon echt, es hat gar nicht geklappt. Herzlichen Glückwunsch, Grace. Ja, ich hatte Gott sei Dank genau einen Tag vorher eine Save-Datei gemacht, also noch einen zusätzlichen Spielstand gespeichert, was mir jetzt echt den Arsch gerettet hat. So musste ich nur den einen Tag nachspielen. Ich habe versucht, so gut wie es wie möglich war. Was habt ihr denn alle? Was steht ihr denn alle wieder auf einfach? Ist doch alles okay. Ich schlaf weiter. Ja, ich habe versucht, so gut es geht, alles nachzuspielen, wie es passiert ist. Ich habe das Geld genau auf... Boah, echt, was ist denn los? Okay, ja gut, bei dir kann ich verstehen, aber bei euch anderen stellt euch nicht so an. Ja, das Einzige, was sich geändert hat, William hat natürlich weiter Dinge hergestellt. Und Grace hat gemalt, sie hat auch, kann jetzt auch trotzdem wieder impressionistische Gemälde malen. Der kleine William hat geangelt. Was sich da geändert hat, ist, dass er eine Kuhpflanzenbeere gesammelt hat, was ich ziemlich geil finde. Weil so können wir unsere Kuhherde, also es gibt's doch nicht, so können wir unsere Kuhherde noch ein bisschen vergrößern, das finde ich richtig toll. Auch der kleine Louis hat weiter gesammelt, er hat auch einen Frosch, den habe ich jetzt behalten, alles andere habe ich wieder verkauft. William hat noch einen zusätzlichen Stuhl gebaut, der jetzt komischerweise doch auf einmal schräg ins Haus gepasst hat, was ich aber auch viel besser finde. Und ansonsten hat sie eigentlich nicht wirklich viel verändert. Sie hatten ein bisschen mehr Zeit, es ging irgendwie schneller. Ach so, genau. Es gab ein Feuer. Ja, Grace hat versucht, hier Würstchen mit Bohnen zu machen. Und es hat auf einmal angefangen zu brennen, weshalb ich echt Probleme hatte. Ich habe dann von der Versicherung Geld bekommen. Ein paar tausend Simoleons, das hat nicht gereicht für den riesigen, teuren Ofen. Und deswegen musste sie dann noch ein bisschen weiter malen und er musste noch mehr bauen. So dass ich dann irgendwie am Ende einfach das Geld wieder auf den Betrag gesetzt habe, den ich am Ende der letzten Folge hatte. Und ja, sie haben sich auch wieder gut erholt. William hat das ganz heldenhaft gelöscht, das Feuer. Richtig mutig und eigenständig ist er hingerannt und hat seine Frau gerettet. Was ich ganz toll von ihm fand. Und was hat sich noch geändert? Sonst war eigentlich wirklich nichts. Ja, genau, es ging jetzt ein bisschen schneller. Das heißt, sie hatten alle ein bisschen mehr Zeit zum sich unterhalten. Louis hat ein bisschen gespielt. Mit dem Holzpferd hier. Und das war es aber dann. Also sonst ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Und, ach ja, Schule. So, reparieren. Ja, ich wollte ja heute den Ausflug machen zu den Klippen, weil ihr ja einstimmig entschieden habt, dass Schwimmen die richtige Wahl ist. Und da stimme ich ja auch eindeutig zu, weil was könnte man einem Haushalt ohne Badewanne Besseres tun, als schwimmen zu gehen? Außerdem kriegt so Louis auch noch ein bisschen Motorikfähigkeit, die er ja für seine, nee, nicht seine Karriere, für seinen, nein, das ist gar nicht Louis, für die Motorik, ja, hierfür sein Bestreben braucht. So, jetzt habe ich. Genau, deshalb dann wohl erstmal Schule. Ach, süß. Und nach der Schule können wir dann aber zum See gehen. Und das finde ich dann eigentlich eine super Lösung. Warum kann ich denn das hier nicht ernten? Die fühlt sich zu schlecht. Ja, ich dachte schon. Okay, wo ist eigentlich die Geige? Die hat er hier eingesteckt, ne? Und warum bist du nicht... Okay.
Ja, das war jetzt ein kleines bisschen stressig. Oh, jetzt hat er hier noch. Nee, das war eben, hat er eben sich verdient von der Kloreparatur, genau. Alles klar. So, also ich hoffe, ich habe das jetzt. Hä? Ja, dann spiel mit den Kühen. Das ist vollkommen okay. Das Problem ist, wenn ich jetzt noch eine Kuh dazu packen möchte, dann muss ich, glaube ich, das Gehege vergrößern. Oder mal schauen, ob das. Nee, du sollst erst noch mal aufs Klo. So, die Kinder sind zur Schule. Wo bist du? Gehst du auch jetzt. Zack. Der erste Schultag. Wie cool. Wir können direkt mal fleißig sein. Wir sind am Anfang mal fleißig. Man ist am ersten Tag noch motiviert und möchte gerne in die Schule gehen. Huch. Genau. Jetzt fühlt er sich auch scheiße. Ach. Ja, und ich dachte schon, oh, Grace geht's viel besser in dieser Schwangerschaft. Das wird ganz toll mit dem Ausflug, da wird sie richtig fit sein. Aber ich fürchte fast, dass dem nicht so ist. Nee, ich wollte sie das wegräumen lassen. Weglegen. Ich gucke jetzt aber mal, ob ich die. Nee, das kann sie auch noch aufwischen. Und wenn es dir jetzt wieder gut geht, dann kümmere dich bitte mal um den Garten. Das muss ja getan werden. Ich gucke jetzt mal nach den Kühen. Und zwar. Du hast sie. Ach, dann kann ich das. Okay, kann ich doch nicht jetzt. Aber ich kann schon mal gucken, ob da genug Platz ist. Also da ist definitiv genug Platz, weil ich sie einfach dann alle so hinstellen kann. Was ich aber ein bisschen doof finde. Wenn ich jetzt. Ja, das finde ich schade, wenn ich die alle. Okay, das geht auch nicht wegen dem Tor dort. Vielleicht muss ich das. Wenn ich das Tor hier hinstelle. So. Und. Ja, gut, dann kann ich halt die auch wieder nur so hinstellen, aber. Ich werde das dann mal so machen und die dritte dann hier reinpflanzen. Hui! Level 4 der Gartenfähigkeit erreicht. William kann jetzt mit Pflanzen sprechen, um sein Sozialbedürfnis zu befriedigen. Sehr gut. Das ist doch ausgezeichnet. Besser könnte das nicht sein. Beziehungsweise eigentlich ist das wurscht, weil. Allerdings, er braucht natürlich die Gartenfähigkeit. Da braucht er sogar Level 6, um jetzt hier auf das nächste Level bei seinem Bestreben zu kommen. Er hat ja noch 9 Tage, bis sie älter werden, beide. Ich glaube, die haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Müsste ja eigentlich. Nein. Ach Quatsch, nein. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Es werden die Schwangerschaftstage abgezogen bei den Frauen. Das finde ich nicht so gut, weil. Wenn sie jetzt 6 Kinder kriegen oder so, dann ist sie ja irgendwann. Wie viele Tage? 4 oder 6, 24 Tage jünger. Als er, okay, ich sollte lieber nicht mehr rechnen. Ja, auf jeden Fall, das finde ich halt ein bisschen blöd, wenn sie am Anfang gleich alt sind und dann man somit halt die Frau länger leben lassen kann. Nur indem. Nur indem sie dann halt einfach mehr Kinder bekommt. Ja, ich weiß. Wir gehen schwimmen heute Nachmittag, versprochen. Dann jetzt hier nochmal bewässern. Wir können ja mal mit der sprechen, mit dieser Pflanze. So. Vielleicht bringt das was. Wer bist du? Dag, Stopp. Und ich würde sagen, wenn jetzt hier schon Mrs. Ingalls vorbeiläuft, reden wir mal wieder mit Menschen. Das, nee, einziehen soll die nicht sofort. Aber reden können wir ja mal mit der. Ach so, er redet schon längst mit der Pflanze. Ich dachte, was tut er denn da? Ob das der Pflanze gut tut? Muska trieb. Ja, flopa. Shabini jabid.
Turpsistum. Jay McCorbeth. So what a new loy. Ich finde, das sieht so toll aus jetzt mit den Kühen und den Pflanzen und allem, was wir jetzt hier inzwischen haben. Ah. Da ist echt einiges dazu gekommen. Hey, wir kennen ihn ja gar nicht mehr richtig. Lass mal mit dem reden. Und wo seid ihr? Ach so, die ist schon wieder weg? Ja gut, man muss halt den Haushalt auch ordentlich fertig machen. Sind die denn jetzt schon mal wieder zu Hause? Die, warum sind die nie zu Hause? Wahrscheinlich haben die irgendwelche Jobs oder so. Was? Der ist gemein? Vielleicht hätte ich den nicht zum Pfarrer ernennen sollen, aber er sieht so aus mit seinen schwarzen Klamotten, oder? Das ist ja blöd. Ja, ich weiß, dann müssen wir das nochmal kurz überbrücken. Er ist ja schließlich auch gerade von der Feldarbeit gekommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst gerne was freiwillig wegräumen. Was ist denn das? Das ist natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen doof, dass die Kinder den halben Tag in der Schule sind. Andererseits habe ich dann wirklich hier auch Ruhe, um alles erstmal zu erledigen. Also, Haus, Garten, Kochen, Malen, keine Ahnung. Jetzt sind sie aber doch relativ schlecht gelaunt. Na? So. Mr. Coy. Dieser Schaum vorm Mund, ey. Huch, wo hast du das denn hergezaubert? Ich bin dafür, dass einer jetzt nochmal Geige spielt. Ich glaube, obwohl ich mich auch um das Geld kümmern sollte. Ach, das ist echt nicht so leicht. Und ihm geht's ja eigentlich... Nee, auch nicht so geil. Okay, also ich würde dann erst jetzt nochmal... Hier mich... Achso. Moment. So. Hier mich um die Geige kümmern wollen. So. Und du kannst dann nochmal zuhören und dann sind doch wieder alle glücklich und dann kommen die Jungs auch aus der Schule. Und dann hat es doch noch einen Tag länger gedauert. Dann gehen wir aber morgen ganz bestimmt... Sind die hungrig? Nee, gut. So, dann kannst du zuhören, Grace. Warte mal. Zuschauen, das macht dir doch auch ganz viel Spaß. Wo er doch schon so gut ist mittlerweile. Fast. Er ist selbst auch noch etwas skeptisch. Aber es ist schon auf jeden Fall wesentlich besser geworden. Aha. Aber hat ihren Spaß dabei. Das finde ich schön, dass sie sich so gegenseitig irgendwie ein bisschen Freude machen können. Wenigstens. Also doch, das finde ich echt schön, dass so simple Dinge dann doch auch etwas bringen. Oh, ich hoffe so, dass es ein Mädchen wird. Ja. Du warst doch eben hier. Warum bist du denn nicht geblieben? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich glaube, was war das denn? Was ich noch... Ich versuche mal ein impressionistisches Gemälde. Das war ja auch erlaubt in den Regeln. Dass sie das machen darf. Oh, die Kuh hat Hunger. Das ist wichtiger, Grace. Erstmal die Kuh. Die sollen mir nicht sterben. Ich finde das so schön, so eine große Kuhherde zu haben. Ja, ich warte jetzt noch, bis die Jungs aus der Schule wieder da sind. Und dann
Hast du die gar nicht gefüttert, oder? Doch. Genau, und dann werde ich erstmal eine Pause machen und dann gehen wir... Na toll. Gehen wir am nächsten Tag schwimmen zu den Klippen. Genau, also das ist jetzt auch ein bisschen, glaube ich, durcheinander gekommen, einfach dadurch, dass ich den Tag nachgespielt habe und da einfach dann den Überblick verloren habe. Und auch, dass der Schultag so lang geht, habe ich irgendwie nicht bedacht. Aber die sind ja gleich wieder da eigentlich. Oh, er hat sogar schon hier das erfüllt. Er noch nicht. Aber wenn... Er hatte Fähigkeit... Eine Fähigkeit... Hä? Er hätte einen... Ach so. Nee, verstehe ich nicht. Er hat doch schon zwei. Aber egal. Gut, dann gucke ich nochmal, was er gebaut hat. Ja, ein Regal. Hänge ich das jetzt schon wieder auf, oder... Ich werde das erstmal aufhängen, weil wir haben ja noch genug Geld und wenn wir dann das nächste Kind haben, dann denke ich, wie viel ist das hier denn wert? 208, da wollte ich nämlich auch nochmal gucken. Es gibt ja jetzt auch einen neuen Mülleimer. Ah, der ist teurer, okay. Ich hätte nämlich lieber hier so einen aus Holz gehabt. Ah, okay. Oder hier, nee, also den hätte ich schon gerne gehabt. Den finde ich irgendwie besser als den aus Stein, aber egal. Genau, also das Regal hänge ich erstmal auf. Dann haben wir wieder so eine... Ja, wie soll ich sagen? Eine... Sparanlage. Okay, und dann wollte ich jetzt noch ganz, ganz schnell die Pflanze, die Kuhpflanzenbeere einpflanzen. So. Das kannst du mal machen. Pflanzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn die Jungs irgendwie... Was ist denn? Grauenhafter Schultag? Nö. Na gut, die Jungs brauchen auf jeden Fall dringend irgendwie ein bisschen Erholung. Und, oh, da kann jedes Kind mit einer Kuh spielen, wie süß. Oh, wie super cool. Drei, das finde ich richtig gut. Drei finde ich viel, viel besser als zwei noch. Okay, dann, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielen Dank nochmal für das Beantworten der ganzen Fragen zum Erbrecht wegen mit Louis und zum Ausflugsziel und auch den Namensvorschlägen. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und das werden wir dann in der nächsten Folge umsetzen, wenn wir einen Ausflug machen. Und dann bis zum nächsten Mal.